Hallo zusammen. Um Berichte aus dem Juli 2011 geht es in dieser Folge. Großer Erfolg für die Aktion, kein Zwanni, Fußball muss bezahlbar sein und ein guter Tag für den Fußball in Deutschland. Nachdem sich Vertreter des Fanbündnisses per Brief an den Vorstand des SV Sandhausen gewandt hatten, erklärte dieser auf seiner Homepage, dass die Stehplatzpreise für das Pokalspiel in Absprache mit dem BVB von 18 Euro auf 15 Euro gesenkt werden. Nach Bekanntwerden der Preise wandten sich Vertreter des Bündnisses an die BVB-Fanclubs. Innerhalb kürzester Zeit zeigten sich 56 Fanclubs solidarisch und bereit, auf das Spiel zu verzichten. Die Preise für Sitzplätze wurden allerdings nicht gesenkt. Für eine Sitzplatzkarte musste beim DFB-Pokal-Erstrundenspiel bis zu 49 Euro bezahlt werden. Rund 300 Fußballfans aus über 30 Ländern versammelten sich in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen und im benachbarten Brøndby-Stadion zum alljährlichen Fankongress. Die Initiatoren sprachen von einem Erfolg der Veranstaltung. Auf dem Kongress diskutierten Fan- und Medienvertreter unter anderem über Fußball und Gewalt, natürlich auch über die Vorbereitungen für die EM 2012 in Polen und der Ukraine. In verschiedenen Workshops wurden Vorschläge ausgearbeitet, die später in konkrete Maßnahmen realisiert und im Liga-Alltag verwendet werden sollten. Nach den Vorfällen beim letzten Wiener Stadtderby am 22. Mai 2011 wurde viel über die Fans vom SK Rapid Wien geschrieben. Mit dem neuen Zusammenschluss des Block West und der Ostkurve unter dem Namen United We Stand wollte die Fanszene neuen Zusammenhalt und Stärke beweisen. Nach fast 9 Jahren aktives Mitwirken in der Fanszene des SC Preußen Münster gab die Curva Monasteria ihr sofortiges Ende bekannt. Ein nicht zu korrigierender Fehler war nach Angaben der Gruppe der ausschlaggebende Punkt für diesen Schritt. Der erste FSV Mainz 05 hatte ab der Saison 2011-2012 ein neues Stadion. Anfang Juli 2011 wurde die neue Mainzer Arena eröffnet. Rund 20.000 Mainzer Fans nahmen Abschied von der alten Heimspielstätte, dem Bruchwegstadion, und zogen zu Fuß zur neuen Arena. Dort waren dann sogar 30.000 Mainzer und weihten das 34.034 Zuschauer fassende Stadion feierlich ein. Die holländische Fanvereinigung Football is van ons hatte es sich eigenen Angaben zufolge zur Aufgabe gemacht, Fußball wieder als Volkssport zu etablieren. Zunehmende Repressionen und die stetige Steigerung der Ticketpreise schreckten viele Fans von einem Stadionbesuch ab. Die Faninitiative sah vor allem in der Kombi-Ticket-Praxis ein großes Problem. Des Weiteren kritisierten die Anhänger die unterschiedliche Handhabung von TIFO-Materialien. Zur Lösung wollte die Initiative gerne landesweite Standards festlegen. Auch die Anschlusszeitenpolitik war den Fans ein Dorn im Auge. Beim FC Bayern gab es einen runden Tisch zwischen den Verantwortlichen des FC Bayern und einer repräsentativen Gruppe von Fanvertretern. Als Resultat wurden verschiedene Übereinkünfte zwischen den Parteien getroffen. Unter anderem, dass Manuel Neuer sowohl von allen Fanclubs als auch den anwesenden Vertretern der Ultras als Bestandteil der Mannschaft des FC Bayern angesehen wird, dass er mit Respekt behandelt wird und Erschmähungen gegen ihn unterlassen werden. Beim Freundschaftsspiel im italienischen Arco gegen eine Regionalauswahl des Trentino zeigte eine kleine Gruppe aus der Fanszene ein Spruchband mit der Aufschrift »Du kannst noch so viele Bälle parieren, wir werden dich nie in unserem Trikot akzeptieren.« Der FC Bayern distanzierte sich von dem Plakat und der Gruppierung und auch die Schickeria distanzierte sich noch vor Ort von der Aktion. Anfang 2011 gründeten Fangruppierungen aus Stuttgart, Karlsruhe, Freiburg, Ulm und Reutlingen eine Initiative, die es sich zur Aufgabe gemacht hatte, die Speicherung von Daten der Anhänger durch die jeweiligen szenekundigen Beamten zu überprüfen. Ein Zwischenbericht bestätigte im Juli 2011 das Vorgehen der Fans. Nachdem die meisten Auskünfte erteilt worden sind, ließ sich als Zwischenergebnis feststellen, dass die Kampagne ein großer Erfolg war. Sie hatten nicht nur gezeigt, dass sie als Ultras in der Lage sind, gegen polizeiliche Repression und Willkür zusammenzustehen, vielmehr hatte sich auch herauskristallisiert, dass die Polizei im Rahmen der Auskunftserteilung bereits eine ganze Menge an vermutlich rechtswidrig gespeicherten Daten von sich aus gelöscht hat.
Das bedeutet, dass die gelöschten Daten nicht mehr gegen die betroffenen Personen verwendet werden konnten. In anderen Fällen wurde auf Antrag der Betroffenen hin aufgrund der zusätzlichen Intervention des Landesdatenschutzbeauftragten Einträge aus der Datei gelöscht. Die aus der SKB-Datenbank-Kampagne gewonnenen Erfahrungen sollten Sie alle darin bestärken, den eigenen Informationsanspruch gegenüber Repressionsbehörden konsequent und nachdrücklich durchzusetzen. Als Fußballfan sei man kein Objekt staatlichen Handelns und auch keine Versuchskaninchen für die immer weiter reichende Einschränkung von Freiheitsrechten. Ein Auskunftsersuchen ist kein Eingeständnis von Schuld, sondern unser gutes Recht, gab die Initiative bekannt. Dynamo Dresden gab bekannt, dass es für das Auswärtsspiel bei Energie Cottbus nur personalisierte Tickets gab. Die Ultras Dynamo gaben daraufhin bekannt, dass sie dagegen protestieren, das Spiel aber nicht boykottieren werden. Man hatte sich dazu entschieden, im Stadion sichtbaren Protest zu zeigen. Nach einem Gespräch zwischen Vertretern der Südkurve und Manuel Neuer gaben mehrere Fangruppen des FC Bayern bekannt, dass sie auf weitere Proteste verzichten werden. An der Meinung Manuel Neuer gegenüber hatte sich nichts geändert, aber mit den Absprachen wollte man einen Schlussstrich unter das Thema setzen. Mehr als 50 Fans von Holstein Kiel bekamen unangenehme Post. Entgegen Empfehlung von szenekundigen Beamten und Sicherheitsbeauftragten beantragte der Viertligist selbst beim DFB Stadionverbot gegen die eigenen Anhänger. Die Fans waren außer sich. Die Gruppe Subside Kiel äußerte sich per Stellungnahme dazu. Die Vereinsführung sollte sich darüber im Klaren sein, dass es durch diese Maßnahme in der kompletten Saison keinen aktiven Support geben werde. Die Frage nach der wirklichen Täterschaft war gar nicht geklärt, es wurde einfach pauschalisiert und mit Verboten um sich geworfen. Scheinbar wollte der Verein sich ein neues Image zulegen. Die Vereinsoberen lebten in einer Traumwelt, in der man sich schon als Erstligist sah, wo kritische Fans natürlich nicht reinpassen. Die Subside Kiel verkündeten, dass sie in der neuen Saison bei Heimspielen nur vor den Stadiontoren anzutreffen sind und dass es keinen organisierten Support oder irgendwelche Fahnen, Choreos und so weiter im Holstein-Stadion geben sollte. Der FC Rot-Weiß Erfurt vermeldete, dass der Verein aus der Hauptstadt Thüringens offiziell die bundesweite Pyrotechnik-Initiative Pyrotechnik legalisieren, Emotionen respektieren fördert. Dies ergaben gemeinsame Gespräche zwischen Fan- und Vereinsvertretern. Die Ultras Aachen gaben bekannt, dass sie zu Beginn der neuen Saison in den Block S6 umziehen. Dort wollten sie sich vor allem neuen Freiraum schaffen, um ihre eigenen Auffassungen von Fankultur frei auszuleben. In Aachen gab es zwei tonangebende Gruppen mit unterschiedlichen Auffassungen von Fankultur. Durch den Umzug wollten die Ultras Aachen in neue Dimensionen aufbrechen. Im Vorfeld der Saison 2011-2012 sah sich der 1. FC Köln gezwungen, der wilden Horde die ihr eingeräumten Privilegien bei den FC-Heimspielen zu entziehen. Die Maßnahme galt zunächst für den Zeitraum der Hinrunde. Die Mitglieder der wilden Horde wurden aufgefordert, sich im Rahmen eines Fan-Kodex auf verbindliche Verhaltensregeln und Richtlinien für die Spiele des 1. FC Köln zu einigen und diese in die Tat umzusetzen. In diesem Fall erklärte sich der FC dazu bereit, die Sanktionen aufzuheben. Nach diversen Vorfällen in der vergangenen Saison 2010-2011 hatte die Eintracht Frankfurt Fußball AG eine Liste der Selbstverständlichkeiten veröffentlicht. Diese Forderungen richteten sich an alle Eintracht Frankfurt Fans. Keine Gewalt gegen Personen oder Sachen, keine Pyrotechnik, keine Überfälle auf gegnerische Fangruppierungen oder deren Einrichtung, kein Raub von Fanutensilien gegnerischer Fans, keine gewaltverherrlichenden Banner, kein Werfen von Gegenständen, zuverlässige Absprachen und einer zentralen Anmeldung von Fanutensilien. Dieser Katalog stellte kein Vertragsangebot dar, sondern war eine klare und einseitige Vorgabe von Regeln, die es für alle zu beachten galt. Hannover 96 konnte zur neuen Saison einen Dauerkartenverkaufsrekord aufstellen. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte konnten mehr als 20.000 Saisontickets verkauft werden. 23.500 Dauerkarten wurden bis Mitte Juli 2011 verkauft. Für 96-Präsident Martin Kind sollte das aber erst der Anfang sein. Das langfristige Ziel waren 35.000 Dauerkarten.
Nachdem der erste FC Heidenheim die Kartenpreise für das Pokalspiel gegen Werder Bremen stark angezogen hatte, rief das Ultrateam Bremen zum Boykott des Spiels auf. Eine Stehplatzkarte sollte bis zu 25 Euro kosten. Im normalen Liga-Alltag kostete diese 10 Euro. In dem Sinne, kein Zwanni für einen Steher. Im April 2011 verordnete sich die Gruppe Cosa Nostra von 1860 München selbst eine Denkpause. Nach dem Einstieg eines Investors bei den Löwen verkündeten die Fans ihren kompletten Rückzug aus dem aktiven Kurvengeschehen der 60er, die Gruppe selbst hatte aber weiterhin Bestand. Die Ultras Düsseldorf gaben bekannt, bei den ersten Spielen der neuen Saison auf den Einsatz von Pyrotechnik zu verzichten. Der Verein hatte mitgeteilt, sich mit den Behörden und Fanvertretern zusammenzusetzen, um das Konzept der Pyrotechnik legalisieren, Emotionen respektieren Kampagne umsetzen zu können. Um diese Gespräche nicht zu gefährden, hatte sich die Gruppe dazu entschlossen, an den ersten 5 Spieltagen und beim Pokalspiel keine Pyrotechnik zu gebrauchen. Auch Gruppen anderer Vereine gaben bekannt, in den ersten Spielen der neuen Saison auf den Einsatz von Pyrotechnik zu verzichten. Neben mehreren Gruppen des 1. FC Kölns waren das die Ultras Gelsenkirchen und dazu die Chosen Few in Poptown aus Hamburg. So, das war's für heute. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.